Die DTM am Norisring, fester Bestandteil im Rennkalender. Insgesamt 35 Rennen in der Geschichte, nach Hockenheim und dem Nürburgring die traditionsreichste Rennstrecke der DTM. Sie ist für viele das Highlight im Jahr. Keine Rennstrecke bietet so viele Überholmanöver, keine Rennstrecke bietet so viel Spektakel und keine Rennstrecke bietet diese einzigartige Atmosphäre. Auch die Ausgabe 2014 ein Erinnerungsstück. Denn einem Fahrer gelang das Rennen seines Lebens. Bei Regen und schwierigen Streckenbedingungen dominiert Robert Wickens die Konkurrenz nach Belieben. Der Kanadier führt teilweise mit einem Vorsprung von über 20 Sekunden und fährt seinen zweiten DTM-Sieg seiner Karriere ein. Doch dieser hat einen besonderen Stellenwert. Ja, mein erster DTM-Sieg war schon was Besonderes. Aber am Ende des Tages war ich nur ein einsamer Kanadier in Deutschland. Doch jetzt ist meine Familie hier zu Gast und das ist fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, meinen Vater zu umarmen und danach mit ihm ein Bier zu trinken und zu feiern. Dass es am Ende kein Mercedes-Benz-Doppelsieg wird, ist zwei wesentlichen Umständen geschuldet. Dem Pech von Christian Vitoris, bei dem sich kurz vor Schluss an Position 3 liegen der rechte Hinterreifen verselbstständigt, und an Jamie Green. Der Brite berührt noch vor der offiziellen Startfreigabe Paul Di Resta, der sich dadurch dreht. Die 5 Sekunden Pitstop-Strafe für Green, kein Trost für den ehemaligen Formel-1-Piloten, der somit nur 15. wird. Das Positive des Wochenendes ist, dass wir ein sehr schnelles Auto hatten, aber leider haben wir nicht das Maximum rausgeholt. Ich habe mit Jamie gesprochen, wir sind auch gute Freunde, aber natürlich bin ich enttäuscht über das, was passiert ist. Jamie Green hingegen ist der stärkste Verfolger von Wickens. Mr. Norisring versucht lange, seinen insgesamt 5. Triumph auf dem einzigen Stadtkurs im Jahr einzufahren. Doch seine Zeitstrafe verhindert Größeres. Am Ende ist Platz 2 ein tolles Ergebnis für mich. Es ist mein erstes Jahr mit dem Team Rosberg und wir steigern uns von Rennen zu Rennen und dies ist natürlich positiv. Auch Adrian Tambay wird nach dem Rennen bestraft. Für den Rempler gegen Pascal Wehrlein gibt es eine 30 Sekunden Zeitstrafe, die den Franzosen auf Rang 9 zurückwirft. Audi, wie schon so oft in diesem Jahr, mannschaftlich am stärksten, aber auch nach 12 Jahren kein Sieg beim Heimspiel. Matthias Ekström fährt von 12 auf Platz 3, insgesamt 6 Audi unter den Top 10. Und mit Eduardo Mortara stellt man den Fahrer des Rennens. Der Italiener von 20 auf 4 Belohnung, Platz 2 in der Meisterschaft. Um ehrlich zu sein, haben wir von Anfang an in der Saison immer die richtige Strategie gewählt. Wir waren das schnellste Auto im Nassen und haben uns ziemlich spät für die trockenen Optionsreifen entschieden, weil wir einfach die schnellsten im Nassen waren. Ein Wochenende mit Licht und Schatten für BMW. Timo Glock mitten im Getümmel und mit einigen Schäden am Auto chancenlos auf Rang 16. Bruno Spengler mit der falschen Strategie auf Position 11. Lediglich Marco Wittmann und Joey Henn fahren mit den Plätzen 6 und 7 Punkte ein. Trotzdem verlässt der Franke sein Heimspiel als Tabellenführer mit einem souveränen Vorsprung von 19 Punkten. Viele Punkte gesammelt und für mich war nur leider das Rennen 5 Runden zu kurz, denn der Abstand zum Pascal und zum Adrian ist gerade in den letzten Runden enorm geschrumpft und von daher hätte ich mir gerne noch mal 5 Runden mehr gewünscht. Die Frage nach dem Halbzeitmeister wird dann in Russland geklärt. Bereits am 13. Juli gastiert die DTM zum zweiten Mal auf dem Moskau Raceway. Diesmal auf der langen Variante des Kurses und sicherlich mit einem erneuten Spektakel.